Ja, und das sieht man ja auch, wie die Zertifikate nach oben getrieben werden. Im Jahre 2020, da war ein Zertifikat 25 Euro wert, hat das gekostet. 2021 waren es bereits 53 Euro. Am 17. Dezember letzten Jahres, also im Dezember 2021, 82 Euro. Ich meine, das sind Verdoppelungen und Verdreifachungen der gesamten Summe. Und das bezahlt letztendlich der Bürger. Verkauft wird das Ganze dann als Inflation. Die kommt ja noch dazu. Durch die neuen Verschuldungsorgien, dass neues Geld produziert wird. Aber diese Nebenbei-Dinge spielen alle eine große Rolle. Und hier schließt sich wieder der Kreis. Die großen Kapitalsammelbecken, die spekulativen Orgien gegenüber die produktiven Arbeitenden. Hier findet der eigentliche Kampf statt, der nicht verstanden wird. Kapitalsammelbecken gegen arbeitende Bevölkerung. Das ist der Krieg, der hier ableitbar ist. Ja, und Russland resümiert. Für Russland sind die Prozesse gut. Erstens schränkt die EU die grüne Agenda ein. Zweitens wird Gas neben der friedlichen Kernenergie in die europäischen energiepolitischen Dokumente aufgenommen. Und gleichzeitig könnte Brüssel auch blauen Wasserstoff legalisieren, der aus der Verarbeitung von Methan gewonnen wird und den die russische Seite für den europäischen Markt zu produzieren bereit wäre. Ja, das ist selbsterklärend für sich. Also wir sehen hier ganz deutlich, wer die Rohstoffe hat und wer die Rohstoffe braucht. Und Russland kann sich eigentlich mehr oder weniger nur noch die Hand vor dem Kopf schlagen und fragen, was für eine Diskussion findet in Europa eigentlich statt, in Anbetracht der Tatsache, dass die Menschen irgendwann frieren werden, weil dann tatsächlich nicht einmal mehr genügend Strom da ist, um die Heizungen zu versorgen. Auch wenn nur 30% des importierten Stroms für Heizungen genutzt werden, 70% für die Industrie. Und man ja sogar schon offen in Deutschland davon sprach, die unwichtige Industrie abzuschalten. Und man sprach dabei von der Automobilindustrie. Man höre und staune, die ist ja unwichtig, ist zwar der größte Arbeitgeber, ist aber unwichtig. Das kann man wirklich nur sagen, wenn man warm und trocken von seinem Beamtensaal arbeitet oder leben kann und sich auch keine Gedanken darüber machen muss, wo das Geld herkommt. Oder vielleicht doch, weil es wird aus Steuergeldern finanziert und wenn man es nur durch Geld neu drucken macht, dann bückt sich irgendwann keiner mehr, wenn die 100-Euro-Scheine auf der Straße liegen. Das heißt, eigentlich stecken wir alle in einem ziemlichen Dilemma, denn auf der einen Seite ist es nicht richtig, auf der anderen Seite auch nicht. Aber unterm Strich gefragt, Andreas, also Russland sagt, Deutschland ist der Verlierer, wenn die Grünen im Superministerium weiter darauf beharren, dass die erneuerbaren Energien bis 2030 den Hauptteil des Strombedarfs decken sollen. Was kann man denn da erwarten in dieser Auseinandersetzung? Naja, dass es natürlich in sich kollabieren wird, das ist ganz logisch. Das ist die Erwartungshaltung. Man bekommt diese Geschichte, glaube ich, gar nicht mehr in den Griff. The point of no return ist überschritten. Die Frage ist nur, wie läuft das Management, wenn es dann in irgendeiner Form zum Brown oder zum Blackout kommt? Das ist die Hauptfrage. In unserem Plan B hat die Wissensmanufaktur ja in 20 Seiten ein Grundkonzept einer politischen Grundstruktur mit entsprechenden Medien, mit entsprechenden Eigentumsökonomien und so weiter entwickelt. Diese 20 Seiten sind das Ergebnis aus mehreren tausend Seiten von wissenschaftlichen Erarbeitungen. Da geht ja auch dann die Energiepolitik, da geht die Bildungspolitik, da geht die Gesundheitspolitik. All die Dinge werden natürlich weiter auseinandergenommen und auseinandergezogen, um ins Detail zu gehen, als das in diesen 20 Seiten des Plan B beschrieben ist. Natürlich werden wir diese Dinge nicht rausgeben. Viele fragen uns schon danach, diese gesamten internen wissenschaftlichen Dinge, die dahinter stehen, weil wir damit natürlich Stoff bilden, womit man uns weiter angreifen wird und so weiter und so fort, weil es natürlich auch nicht im Detail ausgereift ist. Aus diesem Grunde haben wir diesen Plan B dargestellt. Einer der wesentlichen Eckpunkte der Energiepolitik ist nicht mehr, wo kommt die Energie her, die wir brauchen, sondern wo geht die Energie hin, die wir vermeintlich brauchen. Und dann würde eine komplette Tabula Rasa-Neuordnung stattfinden, indem man sagt, welche Energie brauchen wir und welche brauchen wir nicht. Die meiste Energie, die wir verbrauchen, die dienen nicht im Prinzip der Versorgung von Menschen, sondern sie dienen ausschließlich irgendwelchen Strukturen, die von irgendwelchen Investoren maßgeblich beeinflusst werden, weil daraus Profite herausgepresst werden. Das ist der Hauptpunkt. Und wenn es eben halt, wie ich gesagt habe, die Nordseekrabben sind, die nach Marokko und wieder zurückgefahren werden, weil sie dort gepoolt werden, weil dort die Arbeitskräfte günstiger sind. Oder
Oder nehmen wir beispielsweise jetzt die ganzen Transporte mit den Schiffen, wo Öl oder schwere Güter über die Meere drüber transportiert werden. Das sind Unmengen an Energien, die wir verbrauchen, die wir nicht bräuchten, weil vieles auch selbst hergestellt werden kann in dem Land. Regionale Strukturen müssten die Zukunft sein und dann würde es sich auch wieder entwickeln und dann auch in einer Neuordnung, die eben halt nicht die Demokratie ist, wie sie heute da ist, sondern eine völlige Neuordnung, die aber mit demokratischen Strukturen im Rahmen einer Republik arbeitet. Du schüttelst schon, aber das war mir wichtig, dieses Wort noch zu Ende zu bringen. Ja, Andreas, wir sprechen ja auch immer wieder in der letzten Zeit über hohe Stromkosten, über hohe Gaskosten. Die Menschen ächzen unter dieser Last und viele versorgen sich jetzt auch schon alternativ. Also es ist ja auch die Rede davon, dass es durchaus eintreten könnte, dass wenn der Winter kalt wird, dass der Strom abgestellt wird, dass man für eine Weile nicht heizen kann, vielleicht 2 Stunden am Tag, vielleicht aber auch länger. Jetzt gerade in Großbritannien wird ein riesen Snow Blizzard erwartet, katastrophale Schneefälle, Glatteis und so weiter. Auch da jammern die Energieunternehmen schon, ob sie es überhaupt hinbekommen. Kann man denn für sich Vorkehrungen treffen, für sich zu Hause, wenn so etwas passiert, sich vorzubereiten, eben nicht nur mit einer Kerze oder mit einem Teelichtofen, wobei die gar nicht schlecht sind. Wir stellen die ja auch immer mal wieder ein. So selbstgebaute Teelichtöfen halten zumindest einen Raum, wenn man es geschickt macht, warm. Naja, nicht warm, aber zumindest kann man drin überleben. Also richtig kuschelig wird das mit 3 Teelichtern natürlich auch nicht. Aber die Überlebenschance steigt definitiv, wenn es zu kalt wird. Ja, wir werden nicht müde, weiterhin auf diese Notfälle eben immer wieder hinzuweisen, die drohen. Nicht jetzt konkretisiert haben sich, aber drohen und dass man sich dort vorbereitet. Wir wollen das Wort Vorsorge rausnehmen, weil das Wort Sorge dort drin ist. Aber die Vorbereitung ist wichtig. Genauso wie wir sagen, Wasser volllaufen lassen in den Badewannen und den Stöpsel natürlich fest reinmachen, sonst läuft das natürlich wieder raus. Also das ist ganz klar. Genauso wie wir sagen, Essensvorräte zu machen, halten wir auch den Strom für wichtig. Wir zum Beispiel leben hier draußen auf dem Land und können ohne weiteres unser Stromaggregat mit einem Motor anmachen, indem wir das einfach ziehen, das Kabel, und dann lassen wir es laufen. Ich hatte noch eine kleine Erklärung reingelegt neulich von einem Leser, der uns erklärt hatte, man kann wunderbar auch das Benzin aus einem Auto in Kanister abfüllen und hat dann auch noch lange Versorgungsmaterial, um dann weiterhin Strom zu haben. Denn ein solches Gerät läuft natürlich auch nur mit entsprechend Benzin und Öl. Es sei denn, und da gibt es eben halt die Möglichkeiten, gerade für dichter besiedelte Gebiete, und deshalb haben wir uns auch diesen Ecoflow nochmal kommen lassen, falls man mal woanders ist, wenn man leise Strom haben möchte, ohne dass es der Nachbar merkt, um intraspezifischen Aggressionen, sprich Streits, aus dem Weg zu gehen. Und das bedeutet, ein solcher Ecoflow, der läuft auf der Basis von Solar oder von diesen Panels, die eben halt Photovoltaik nutzen, um dann das Ding voll zu machen. Und wenn die Sonne scheint, dann ist das Ding relativ zeitnah voll. Und dieses Gerät hat wirklich enorme Leistungen. Das ist wichtig, und mehrere Steckdosen, wo man zu es nutzen kann. Man kann es natürlich auch über eine Autobatterie eben entsprechend aufladen. Man kann es natürlich auch aufladen über ganz normalen Strom. Bedeutet, wenn beispielsweise, so wie im Kosovo zurzeit, der Strom rationiert wird, das heißt stundenweise der Strom abgeschaltet wird, dann kann man diese Zeiten damit überbrücken, um einen Kühlschrank in Gang zu halten, Licht zu haben, ein bisschen Grundwärme zu haben, Handy laden und so weiter. Gut, Handy braucht relativ wenig Strom. Also das sind genau diese Stromabnehmer, die man damit versorgen kann. Und das Schöne an diesem Ecoflow-System ist, dass er wirklich geräuschfrei, nicht arm, sondern geräuschfrei ist, sodass man da in Ruhe auch überleben kann, entspannt auch, und die Nachbarn es nicht einmal mitbekommen.